Ja, hallo liebe Zuschauer. Nicht wundern, dass wir jetzt hier eigentlich bei der Permakultur Aue Süd stehen. Und das war überhaupt nicht der Plan, weil normalerweise gehört ja dieses Video, wo ich jetzt heute für euch drehe, in die HomeHive-Playlist. Und da geht es ja eigentlich nur um die Entwicklung von einem einzigen HomeHive bei mir am Firmensitz. Und das habe ich gestern erfolgreich bearbeitet und genauso erfolgreich die Kamera mal wieder verschossen. Also das Video, das ja, ging sozusagen in den Papierkorb rein, da war nichts mehr zu retten. Da sieht man halt, ich bin Berufsimker und kein Kameramann. Nichtsdestotrotz habe ich hier zum Glück diesen Bienenstand noch nicht durchgemacht. Das ist heute jetzt der erste Tag. Ich glaube, es ist der 17. März, aber ich korrigiere es nochmal im Titel, falls das nicht stimmt. Bei Flugtemperatur gefühlt 18 Grad und auf dem Thermometer haben wir, glaube ich, 17, 16, 17 schwankt heute. Ich würde mir gerne 20 Grad hier mehr wünschen für die Erstdurchsicht der Bienen, aber hey, es ist halt nicht immer so, wie man es sich wünscht. Und gerade ich als Berufsimker kann mir auch nicht immer den Tag raussuchen, wo ich zu den Bienen muss. Aber hier, um das auf Kamera festzuhalten, wenn ihr auch so ein HomeHive habt und ihr steht jetzt genau vor demselben Griff, wie ich jetzt hier zeige, der Erstgriff, wo man das Absperrgitter reinlegt und die Königin eventuell von oben nach unten setzt und so weiter. Also wenn ihr das hobbymäßig macht und die Zeit nicht so im Nacken habt wie ein Berufsimker, dann sucht euch doch da einen schönen strahlenden Sonnenscheintag aus, nicht so grauer Himmel wie heute. Aber es ist trotzdem okay für die Bienen. Ihr seht ja, die fliegen hier alle und die bringen Pollen rein. Nektarflow ist hoffentlich schon zu sehen. Vor ein paar Tagen habe ich die ersten Nektarflows im Bienenvölkern gesehen, aber noch sehr wenig, weil die Temperaturen sind halt noch nicht oben, ne? Also es pendelt sich hier gerade ein zwischen, ja, so auf die 12 bis 16 Grad Marke haben wir gerade tagsüber. Nachts, Frost ist noch nicht da. Vielleicht kommt noch mal einer. Die Eisheiligen stehen ja noch vor uns. Ja, aber um jetzt hier wirklich loszulegen, die Zeit auf dem Kalender können wir dazu nicht nehmen für die Erstdurchsicht, aber wir können ja nach Trachtpflanzen gehen. Ich kann es hier nicht alle zeigen, aber zum Beispiel der Löwenzahn, da hinten haben wir ja schon einen offen, ist aber eine Ausnahme. Also für den Erstdurchsicht von so einem Bienenvolk empfehle ich euch, Löwenzahn soll schon mal rausgucken. Bitte nicht alles offen, aber hier und dort, klar, vereinzelt ist ein offen. Aber schaut, dass der Löwenzahn schon im Kopf rausguckt. Wir können den Blaustern als tollen Anzeiger nehmen, den Priscilla Blaustern. Den haben hier wohl die Mäuse erwischt oder er mag die Erde nicht, weil ursprünglich haben wir hier ganz viel Priscilla, den sibirischen Blaustern verbuddelt, den ich jetzt hier dieses Jahr aber gar nicht sehe. Der ist aber schon in voller Blüte. Also Blaustern könnt ihr wirklich als Anzeigerpflanze nehmen und genauso auch Mirabellenblüten, die sollen in voller Blüte stehen. Der Cornus Mars, der ist fast schon durch. Die Schneeglöckchen sind auch schon durch, aber die Krokusse sind noch draußen. Ja, um jetzt nur so ein paar Trachtpflanzen zu nennen. Und eine kann ich euch sogar hier zeigen. Nicht wundern hier, das Grundstück ist noch nicht bearbeitet. Und das kommt auch jetzt erst. In Kürze geht es hier los. Nachdem ich mit den ganzen Bienenvölkern durch bin, kümmere ich mich dann wieder um die Permakulturen. Dann sind wir auch in der richtigen botanischen Zeit, um zum Beispiel Stecklinge hier noch zu ziehen. Hier die Mahoni. Das ist eine ganz tolle Tracht an, also eine Anzeigerpflanze, zumindest hier. Das variiert immer natürlich, wo ihr seid. Ja. Aber hier für mich, für Karlsruhe. Und ich würde mal sagen, ganz Baden-Württemberg könnt ihr auch die Mahoni als Anzeiger nehmen, um das erste Mal in die Bienen richtig reinzuschauen. Ja? Also Frühlingsblüher Mahoni. Übrigens für Wildbienen sehr, sehr interessant. In städtischen Anlagen, wo ihr zwischen Parkbuchten die Mahoni seht, guckt euch das mal unter der Erde, also nicht unter der Erde, also an der Erdoberfläche. Schaut da mal genauer rein. Ganz oft sind die Mahoni-Parkbuchten verbunden mit natürlichen Insektenhotels. Das wissen nur die wenigsten, dass da volles Leben ist. Und die fliegen ja auch nur 2 bis 3 Wochen im Jahr dann, je nach Art. Aber Wildbienen sind generell eher kurzlebig. Also schlüpfen, machen ihr Ding und sterben dann wieder. Und dann sind sie eigentlich nicht sichtbar. Oder nur für einen Augenblick sichtbar, wo man halt drauf guckt, wenn sie schlüpfen und rumfliegen, sich begatten und das Nest machen. Ja, aber das sind die versteckten Wildbienenhotels unter den Mahonis. Genauso beim Cotoneaster. Den habe ich hier, um das auch kurz auf Video zu bringen, wenn wir schon hier in dem Garten sind. Hier, das waren nur Stecklinge.
Es sind jetzt 2 bis 3 Jahre alt hier, hat ein bisschen gedauert, dass das mal reinwächst. Aber hier wird bald so ein richtiger Cotonerster-Teppich entstehen. Und sobald der Cotonerster einmal drüber gegangen ist, kommen die Wildbienen von ganz alleine rein. Ja, aber hier, wir wollen ja uns hier auf dieses Homehive konzentrieren und nicht auf die Permakulturen. Ich würde sagen, ich lege einfach mal los und im Tun und Machen kommen dann die Erklärungen mit zur Vorbereitung. Was ich jetzt brauche, ist auf jeden Fall wie immer mein Wachseimer. Mein Drohnenbruteimer, beziehungsweise der Wachseimer im Allgemeinen, Wassereimer. Hier eine leere, gekratzte Kiste. Und dann habe ich hier noch mitgebracht das Absperrgitter, das jetzt hier reinkommt. Und eine Kiste mit den Naturrähmchen für den Wabenbau. Naturwaben. Sagen wir nochmal von vorne. Naturrähmchen für den Wabenhonig. So rum. Eieiei. Und die ausgebauten Waben für den Schleuderhonig. Ja, die werden wir jetzt gleich brauchen hier. Und was auch schon getan ist, was ich jetzt hier nicht auf Band habe, weil ich wie gesagt gestern die Aufnahme verschossen habe. Hier unten drunter war ja die Windel, die weiße Platte, wo hier in diese Nut reinkommt. Und die habe ich bereits rausgezogen. Und zwar ist der richtige Zeitpunkt, die rauszunehmen, wenn es losgeht im Frühling. Ihr könnt es eigentlich sagen, wenn die ersten Pollenschübe reinbringen und die Temperaturen tagsüber sich so auf die Frühlingstemperaturen eingependelt haben, macht die Windelplatte raus. Das führt sonst zu Schimmel innen drin, ist unappetitlich. Für die Bienen letzten Endes egal, aber die Luftfeuchtigkeit geht dann, wenn ihr es lange drin lässt im Frühling, dann geht die Luftfeuchtigkeit massiv nach oben im Bienenvolk und dann habt ihr Schwitzwasser drin, deswegen Windel raus. Warum ich die eigentlich im Winter drin lasse? Ganz einfach, vor Dezember oder beziehungsweise bis Ende Dezember geht es ja um die Milben, wo ich immer mal wieder auch mal kurz reinschaue in die Diagnose. Ne, das kennt ihr, also Windeln auszählen, Milben zählen und dann daraufhin die Behandlung justieren. Ein Punkt und der andere Punkt, warum ich sie dauerhaft drin lasse. Die Bienen brauchen das nicht im Winter, aber die Erfahrung liegt eigentlich so circa 2 bis 3 Kilo plus minus Futter. Wenn ihr die Windel drin habt, habt da ein bisschen weniger Futterkonsum. Ohne Windel geht der Futterkonsum nach oben. Ja, und deswegen, Windel bleibt im Winter bei mir drin. Finde ich auch besser so, dass die da nicht unten so eine Zugluft bekommen. Ja, jetzt fangen wir einfach mal hier an. Also echt schade, dass ich die Kamera verschossen habe, aber das Volk hier ist sogar noch schöner, weil das Volk bei mir oben, wo ich sonst immer auf dieser Playlist halte, das hat mal wieder Vibrationsschäden bekommen, weil da einfach immer noch die Baustelle neben mir ist und dieses ganze Geratter von größeren Maschinen hat deutlich die Bienen gestresst. Da werde ich im nächsten Video dann auch mehr dazu sagen können. Das muss erstmal weg, sonst verdreckt es gleich. So, hier haben wir auf jeden Fall ein richtig schönes Homehive. Hoffentlich. Bis auf die Winterchecks habe ich ja hier auch nicht wirklich reingeschaut. Also ich habe nur die kleinen Winterkontrollen hier und dort gemacht, aber eine wirkliche Durchsicht war das bis jetzt noch nicht. Da habe ich jetzt auf euch gewartet hier. Ja, falls doch mal in dem Homehive Verbrückungen drin sind, im Regelfall sind es die nicht, aber manche Völker machen es trotzdem, dann geht ihr bitte im Stockmeißel als allererstes dahin und macht diese Verbrückungen weg. Das ist wichtig für später, weil wir sonst die Bienen alle totdrücken am Absperrgitter und diese Quetschzonen, die wollen wir ja bei unseren Süßen hier vermeiden, dass die auch alle lebendig sind bei der Durchsicht. 2 Bienen wollten mich jetzt gleich mal stechen. Ich gehe jetzt dann mit ein bisschen mehr Rauch rein, weil ich das auch länger arbeiten muss. Und wenn die schon pissig sind vom Anfang, dann sind wir da ein bisschen vorsichtiger. Ist wetterbedingt heute. Einfach nicht so ein tolles Bienenwetter für die Erstdurchsicht. Ja, mehr Sonnenschein wäre da auf jeden Fall mal besser. Ihr seht, wenn die Bienen manchmal hier mir im Wege sind, dann überspringe ich einfach das Rähmchen, komme dann aber später wieder drauf zurück. Weil auch auf der Unterseite hier, beziehungsweise hier die Oberseite, ist genauso wichtig, bitte, dass ihr hier das alles abschabt. So, auch hier diese Ränder. Wäre gut, die einmal abzuschaben. Und ich glaube, ich kann jetzt gleich noch mal ins Auto rein. Ja, ich habe nämlich erfolgreich meinen Wabenhalter liegen lassen. Dieser Wabenhalter hier übrigens ist nicht von mir. Das ist ein ganz normaler
Edelstahl Deutsch Normal Wabenhalter. Den findet ihr in Imkerläden. Nicht bei mir, ich bin kein Imkerladen. Das Einzige, was ihr bei mir kaufen könnt, sind Bienenprodukte, die Serviceleistungen und auch das Home Hive. Also da bin ich doch ein kleiner Imkerladen, weil ich ja der einzigste Anbieter bin von diesem Home Hive. Logisch, weil ich auch der Erfinder bin. Natürlich mit Unterstützung von ganz lieben Menschen um mich rum, die hier und dort auch Verbesserungen reinbringen konnten. Ich bin zum Beispiel ja kein Schreiner. Und die Herstellung der Bauteile, das geht über einen Profischreiner, über einen befreundeten Profischreiner, der auch Imker ist. Und der Ruhm war jetzt nicht ganz auf meiner Seite, weil ich habe zwar das Bienentechnische so mir vorgestellt, wie es dann nachher aussehen soll, ne? Aber ich war natürlich nicht fähig, das dann auch schreinertechnisch so reinzubringen. Und bei dem ganzen Bau sind ja immer wieder auch Verbesserungen dann aufgetaucht. Zum Beispiel, okay, dann sind halt ein paar Leute in der Schreinerei da auf die Idee gekommen, hey, wir biegen das Gitter unten durch, damit wir mehr Stabilität reinbringen und so weiter. Ja, also es war, die Entwicklung vom Home Hive war eine lange Zeitspanne, bis es dann mal so steht, wie ihr es jetzt seht. Und ihr könnt es, wie gesagt, bei mir im Shop kaufen. Alle drei Modelle übrigens, das Einraum-Home Hive und hier dieses. So, ihr seht, ich habe erstmal vier Waben rausgenommen, damit es einfach schneller hier geht, weil mir ist jetzt wichtig, dass ich hier das Volk durchkratze. Ich weiß, da habe ich hin und wieder mal Kritik bekommen zum Thema, warum ich denn da rumkratze. Ja, das ist ganz einfach. Ich kratze das nur ein einziges Mal im Jahr durch. Das ist so klar, und zwar bei der Erstdurchsicht. Und auch wenn die Bienen das immer mal wieder hinkleben, wenn ich es bei der allerersten Durchsicht nicht einmal richtig sauber kratzt, dann ihr kotzt ab spätestens im August. Also macht euch echt die Arbeit, einmal das richtig durchzukratzen. Es ist gut und verhindert euch ein total verklebtes Bienenvolk während der Saison. So, die sind hier schon im Bautrieb übrigens. Das ist ziemlich cool. Ist auch ein schönes Bienenvolk hier. Die haben sogar Drohnenbrut hier auch schon gemacht. Das hier wird übrigens eine Drohnenbrutwabe, die will ich da nicht mehr drin haben, weil die schlüpft mir definitiv durch. Also diese Drohnenwabe hier würde ich gnadenlos verpennen, wenn ich die jetzt nicht rausnehme, auch wenn hier noch nicht verdeckelt ist, aber das da hier ist mir schon zu kritisch. Und da ich jetzt hier, ich zeige euch mal, wie es nicht geht. Man kommt vielleicht in der Versuchung in der Imkerei zu sagen, ich mache das da hier, weil hier ja offene Zellen sind und man sagt, aber das kann sich ja noch entwickeln. Macht's nicht, die Bienen, man mögen keine Löcher, kennen sie auch so nicht in der Natur. Seitdem, da geht mal eine Maus rein. Aber ihr macht bitte immer einen Schnitt, wo die Bienen wieder sich dran hinhängen können und wieder arbeiten. Hier zum Beispiel ist eine Arbeitskante für die Bienen und hier. Und diese Welle hier ist auch okay, weil hier geht der neue Zapfen und hier, wenn die Bienen das neu aufbauen, dann schließt sich das in der Mitte wieder. Also da muss man halt am Rande gesagt so ein bisschen drauf achten. Ja. Bei übrigens jedem Naturbausystem. Ja, da ich das Rebenchen jetzt abgeschnitten habe, kommt es natürlich auf die andere Seite. Deswegen habe ich es gerade versetzt. Hier gilt genau dasselbe, das ist auch eine Drohnenwabe, die muss ich jetzt schon entnehmen. Also wir sind dieses Jahr erstaunlich früh mit der ganzen Entwicklung. Es ist halt hier auch nicht wirklich Winter gewesen, es war durchgängig eigentlich im Plusbereich. Wenn ihr könnt und die Zeit habt, guckt mal auch hier unter diesen Backen, da klebt halt auch einiges an Zeug. Und wenn man sich die Zeit nimmt, habt ihr auf jeden Fall einen besseren Start dann im Frühling mit der weiteren Bearbeitung. Ich habe jetzt noch viel vor, also ich kratze jetzt hier auch nicht jede Backe durch, ne? Aber das, was wirklich relevant ist, hier dieser Schlitten, der sollte wirklich feinsäuberlich gekratzt werden. Jetzt haben wir hier die erste Bienenbrut. Das ist fantastisch. Da gibt es auch nichts irgendwie zu tun oder zu meckern oder zu gucken. Das ist alles so gut, wie es ist. Nochmal die nächste Bienenbrutwabe.
Ein tolles Bienenvolk, ich traue denen aber gerade nicht. Die sind in der Sekunde nervös. Wir schauen uns das gleich auf der Stockkarte an, ob die immer so wuselig sind. Und ich muss hier mit dem Reden massiv aufpassen, dass ich jetzt keinen Stich ins Gesicht bekomme, weil so wie die Bienen sich jetzt gerade verhalten, traue ich denen einfach nicht über den Weg. Da kann jede Sekunde eine Biene mich jetzt erwischen. Und deswegen gehe ich da auch ein bisschen mit mehr Rauch dran an die Geschichte. Hier ist Drohnenbrut. Die Bienen schüttle ich jetzt nicht ab, den Bienen zuliebe. Das hier ist dann einfach eine blinde Schlupfrate, wie ich das nenne, weil ich sonst hier einen Cut machen müsste von da oben, ne, um wieder die Wabenstruktur aufrecht zu halten, müsste ich so einen Schnitt machen, dann verlieren die Bienen hier die ganze Bienenbrut und das kann ich euch im ersten Griff vom Bienenvolk nicht empfehlen, das könnt ihr nachher zur Schwarmzeit machen, da macht das wieder Sinn. Pollenwabe ist immer der Abschluss vom Volk und hinten dran kommt ja nur noch hier dieses Gedöns, ist eine entstehende Drohnenbrutwabe, können wir jetzt aber erstmal völlig ignorieren. Jetzt kommt das hier wieder rein. Hier das Wabengestell fliegt rüber, weil da geht es nachher weiter. Ganz wichtig hier, schaut mal, mit Druck, bis der Stockmeißel sich biegt, bitte durchschieben. Nicht hier, sonst verbiegt ihr das Rähmchen. Immer hier an Backen ansetzen. Nicht an der Backe, sonst bricht die Backe. Hier hinter der Backe, einmal hier, einmal dort und mit Druck ran. Wo ist die Königin? Die haben wir hier nicht. Die ist nicht im unteren Bereich gewesen. Zumindest habe ich sie nicht gesehen. Ich gehe aber auch davon aus, dass bei dieser großen Bienenmasse hier bereits massiv Brut ist. Und dementsprechend wird die Königin hier auch sicherlich schon hochgegangen sein. Sein? Nee, das war ein falsches Deutsch. Mein Deutsch ist übrigens manchmal auch in den Videos durcheinander. Das bitte ich zu entschuldigen. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie blöd bin oder das Deutsch verlernt habe, sondern meine Freundin, die lernt gerade Deutsch, aber als Übergangsphase spreche ich eigentlich jetzt mittlerweile schon seit 2 Jahren viel Englisch. Eigentlich nur Englisch und dieses ständige im Kopf oder in Gedanken, das Switchen zwischen Englisch und Deutsch, das bringt einen manchmal echt durcheinander. Vielleicht kennt ihr das mit 2 Sprachen, die man versucht in einen Tag unterzubringen. Ich hoffe natürlich, dass sie bald Deutsch kann und ich dann auch dementsprechend wieder etwas schneller und besser erklären kann und nicht so durcheinander kommen. Jupp, jetzt machen wir hier einen kleinen Trick, weil die Bienen auf hier, also Bienenwaben mit Bienenmasse drauf würde ich hier niemals hinsetzen. Die kriechen nachher im Gras rum. Deswegen machen wir hier einen Trick, setzen die jetzt erstmal hoch. Und ich erkläre ja auch gleich, was ich hier eigentlich mache. Das erste ist, ich brauche die Königin und hoffe sehr, dass ich sie gleich auf der ersten Wabe habe. Das würde nämlich die Arbeit vereinfachen. Ne, da haben uns die Bienen jetzt aber keinen Gefallen getan. Aber noch sehe ich hier keine Königin. So, guck mal, so kleine Brücken hier, die könnt ihr gerade mit dem Finger reindrücken. Dann kann ich auch nur empfehlen, das wegzudrücken, weil nachher quetschen wir Bienen an genau den Stellen. So, Königin noch nicht, ist übrigens eine gelbe, ist ein Ligustica-Hybrid. Da ich hier bei dem Home-Hive-System die... Ah, da, hier, stopp. Da wechsle ich nochmal kurz, weil ich habe die Königin hier gerade gesehen. Da haben wir die Gute. Und jetzt haben wir eigentlich schon gewonnen. Das war der, ich glaube, der anspruchsvollste Griff, die Königin rauszufischen im Frühling. Und ihr könnt jetzt vielleicht auch sagen, ja gut, aber dann überwinter doch gleich mit dem Absperrgitter. Kann ich absolut nicht empfehlen. Ich habe es auch nie probiert. Ich werde es auch nie probieren, weil ein Absperrgitter ist einfach eine mega Barriere in der Überwinterung. Und das hat nach meiner Ansicht in dem Bienenvolk gar nichts verloren. Auch in der Saison übrigens nicht. Wenn das machbar ist von eurem System, dann versucht ohne Absperrgitter zu imkern. Aber
Es gibt ganz viele gute Systeme, die nur mit Absperrgitter halt laufen. Zum Beispiel hier mein Home Hive, das geht nur mit dem Absperrgitter. Und wenn man weiß, damit umzugehen, ist es auch gar nicht so schlimm, aber nervig bleibt es immer. Und ich suche immer noch eine Alternative. Wenn ihr da irgendwelche richtig tollen Ideen habt, wie das Home Hive zu führen ist ohne Absperrgitter, raus damit. Aber eins muss auf jeden Fall immer klar sein bei dem Home Hive System: die Königin muss da unten bleiben, auf ihren reinen Naturwaben. Sonst funktioniert da das komplette Konzept nicht mehr. Ja, so zwei Möglichkeiten gibt es übrigens beim Reinschieben der Absperrgitter. Jetzt mit den wenigen Bienen war das Reinschieben hier, also flach horizontal reinschieben, war jetzt die schnellste Variante. Machen wir hier die Bienen weg. Jetzt nehmen wir hier unsere Kiste und jetzt übertragen wir nur noch die Brut. Mehr gibt es da erstmal nicht zu tun. Brut zu Brut heißt jetzt der richtige Spruch. Wir wissen ja, wo die Brut unten ist und wir wollen da nichts durcheinander bringen. Also die Brutwaben werden jetzt hier kompakt zusammengehalten. Die Honiggewinnung, auch mit den Honigwaben, das ist jetzt erst am Kommen. Also da kann man sich noch etwas gedulden. Dass ihr die Waben nicht durcheinander bringt, werden die nachher auch markiert. Ich weiß jetzt auch schon, wann die nächste Durchsicht ist von diesem Bienenvolk, weil wir haben ja unten Drohnenbrut schon gehabt. Und in der Sekunde, wo ich bei den Erstdurchsichten Drohnenbrut habe, gehe ich auf einen 14-Tages-Rhythmus für die nächste Durchsicht bis zur Schwarmzeit. So kann ich die Drohnenbrut nicht verpennen. Und wenn das Bienenvolk bei der Erstdurchsicht keine Drohnenbrut zeigt, dann gehe ich auf einen 21-Tages-Rhythmus, weil auch dann kann ich keine Drohnenbrut verpassen. Aber ihr könnt euch da fast schon sicher sein, dass in den nächsten 21 Tagen dann danach dann der 14-Tages-Rhythmus schon beginnt. Nach der Brut kommt der Pollen. Das ist immer gleichbleibend in einem Bienenvolk. Das ist die Biologie, die sich auch nie ändert. Bei übrigens keiner Bienengattung. Auch die Cerana-Bienen machen das so. Und die Florea-Bienen und die Dorsata-Bienen. Ihr habt vielleicht gesehen, dass jetzt da oben ein paar Drohnen sind. Das ist ein kleines Manko bei dem System. Hat aber die letzten Jahre nicht wirklich gestört. Spätestens bei der nächsten Durchsicht hocken die Drohnen komplett oben und fliegen dann raus. Ich habe die früher mal alle abgeschlagen. Also jede Waben abgeschlagen im unteren Bereich und dann oben alles neu strukturiert, dass da keine Männchen drin sind. Und die Ergebnisse waren aber identisch von Volk zu Volk. Also ob ich die abgeschlagen habe oder nicht, hat da keinen Unterschied gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache mir dann die Arbeit leicht und lasse das. Ja, also jetzt haben wir die Brut übertragen und übrig bleiben jetzt nur noch unsere Naturwaben links und rechts, die im Winter übrigens auch immer standardmäßig drin sind. Das sind meine umgebauten Rähmchen. Das sind ganz normale Rähmchen, die es aber so im Handel nicht zu kaufen gibt, weil ihr kennt ja nur die Horizontaldrahtung mit viermal horizontal. Und ihr braucht für Naturwabenbau eine Senkrechtdrahtung. Und dann könnt ihr die ganz normalen Rähmchen kaufen. Bitte immer die modifizierten, die verhindern euch größtenteils einen Brückenbau. Ja, und dann geht ihr nur hin und macht halt neue Bohrungen und nehmt meinetwegen denselben Draht sogar. Ja, lobbelt ein bisschen, aber ist noch gerade noch so an der Grenze. Bin zu faul für einen Drahtspanner. Ja, also ihr macht den Draht so rum, wie er drin ist, raus und macht hier die Bohrung neu und macht dann hier eine Schlaufe mit dem Draht. Ja, und dadurch habt ihr halt ein ziemlich gutes Konzept für den Bau von Naturwaben. Und wenn ihr die eben in Honigraum hochhängt, wie ich hier links und rechts habe, dann gibt es daraus den guten Wabenhonig. Und aus Wabenhonig könnt ihr übrigens auch Tropfhonig herstellen.
Ja, ihr seht, ich mache das Wachs weg. Solange es nicht neu ist, fliegt es raus. Weil für Wabenhonig möchte ich immer die frischsten, neu gebautesten Bienenwaben. Hier zum Beispiel, die ist neu gebaut. Also dem Volk können wir gleich einen guten Bautrieb geben, einen Pluspunkt im Bautrieb. Also so eine Wabe hier, die da so frisch ist und ich das sehen kann, vor allen Dingen auch unbestiftet, lasse ich die gleich mal drin. Was ich vorhin sagen wollte, genau Winter, finde ich gut, wenn ihr dem Homehive links und rechts vor dem Winter eine Naturwabe gibt, beziehungsweise schon beim Einfüttern stellt das sicher, dass links und rechts Naturwaben sind, einfach wegen den Hohlräumen hier an der Seite. Das ist wesentlich besser für die Zirkulation vom Bienenvolk, Luftzirkulation und so weiter, Thermik. Und wenn ihr das vollklatscht nur mit Mittelwänden, dann habt ihr definitiv Winterschimmel drin. Und Winterschimmel könnt ihr deutlich reduzieren, wenn ihr Naturwaben links und rechts reinbaut und es keine durchgängigen Waben sind. Ein bisschen wenig Futter. Holla, das war jetzt knapp. Also der kleine Ruckler gerade von mir, sorry. Das war, weil ich einer Biene ausgewichen bin. Die wollte mich tatsächlich hier gerade verdreschen. Ich kann jetzt bei dem Volk nur mit einer Neuwabe hier ankommen. Die restlichen müssen wir übernehmen vom Futter. Ich suche mir jetzt die größten Futterwaben raus. Das hier war eine schöne Futterwabe. Hier ist der Blütenpollen. Hier ist geschlossen. Nee, auch. Ist ähnlich. Das ist egal. Dann ist es egal. Wenn es die eine Seite Blütenpollen gehabt hätte und die andere nicht, dann Blütenpollen immer Richtung Mitte halten. So, einmal hier. Brauchen wir nochmal eine schön volle Wabe. Oh ja, die ist doch wunderbar schwer noch hier. Wow. Also da können die Bienen noch einiges knabbern. Das Ding ist halt, ihr müsst, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid in 14 Tagen wieder beim Bienenstand, dann müsst ihr sicherstellen, dass euer Bienenvolk die nächsten 14 Tage auch sicher Verpflegung hat. Im Volk verlasst euch nicht auf das, was draußen die Pflanzen geben, weil ein Tag Frost und die Blüten sind unten oder aber auch Regenzeit eine Woche lang oder zwei Wochen, alles schon gehabt. Und die Bienen können gar nichts sammeln. Das Futter, wo jetzt noch drin ist, das ist schneller weg, wie man gucken kann. Und es erstaunt mich übrigens jedes Jahr, wie viel die Bienen fressen. Ich weiß es ja, dass die viel fressen, aber das dann trotzdem immer wieder zu beobachten, finde ich fast schon schockierend, dass durch so kleine Bienen so viel fressen. Also die essen auf jeden Fall mal mehr Honig wie ich. Und ich bin ja schon ein absoluter Honigbär. So, jetzt, dass wir nicht durcheinander kommen, mache ich jetzt hier wieder meinen Doppelstreifen drauf. Die Doppelstreifen heißt jetzt erstmal nur, dass das Waben sind, die ich noch, bevor die Honiggeschichte losgeht, neu sortieren muss. Weil wir wollen ja auf gar keinen Fall, dass nachher so eine Wabe in der Honigschleuder landet. Und das hier ist jetzt das, was ich rausnehme vom Bienenvolk. Ihr könnt es natürlich optional auch drin lassen, dann habt ihr es aber nachher ein bisschen schwieriger. Und solche Waben sind auch nicht verloren, weil die könnt ihr während der Saison wunderbar wieder einsetzen. Bienen hier einmal abschlagen. Und mit der Kiste können wir jetzt beim nächsten Bienenvolk weitermachen. Und dann haben wir hier nochmal unsere Bienen. Die wollen auch noch ins Volk. Und dann entweder ihr nehmt euch eine ganz neue Folie als eine Möglichkeit oder ihr macht sie halt sauber. Weil ich finde, wir sind ja auch Honigproduzenten, also sprich, wir arbeiten eigentlich in der Lebensmittelbranche mit unserer Bienenhaltung und da sollten die Dinge auch hygienisch sein. Hat mit den Bienen jetzt aber nichts zu tun, das ist eine rein
menschliche, hygienische Geschichte. Und ganz, ganz früher, ich weiß noch, dass ich jedes Jahr früher die Planen ausgewechselt habe. Das war aber bevor ich doch ein größeres Umweltbewusstsein entwickelt habe. Da habe ich irgendwann gesagt, nee, also das ganze Plastik will ich nicht andauernd wegschmeißen und neu machen. Und heutzutage laufe ich ganz gut, indem ich sage, die Folien, solange die ganz sind, bleiben die drauf, solange sie noch gut aussehen. Wenn sie mal ganz schlimm aussehen, fliegen sie natürlich raus, ist klar. So, wir haben hier im März schon Drohnenbrut raus. Das Verhalten, ich gebe denen Minus, die waren so kurz davor, mehrmals musste ich da gegenlenken, gegen Stiche. Deswegen ein Plus haben sie im Verhalten nicht verdient. Die Gesundheit war aber toll, die Entwicklung war toll und auch das Honigverhalten, also der Fraßkonsum war auch gut. Da war noch gut viel drin an Nahrung. Und sicherstellen muss man halt, wenn ich jetzt weiß, die Bienen werden in 14 Tagen wieder durchgeschaut, dass die in 14 Tagen noch immer noch Nahrungsüberschuss haben, auch wenn draußen schlechtes Wetter sein sollte. Ja, 500 Gramm pro Tag frisst ja ein Bienenvolk in der Saison. Wir sind aber noch nicht ganz auf dem Peak der Saison. Ihr könnt aktuell ausgehen von, sag ich mal, 250 Gramm, so als Durchschnitt, was ein Bienenvolk jeden Tag frisst. Und so könnt ihr es halt hochrechnen und dann eben schauen, wie schwer ist so eine Wabe. Und dann eben schauen, also vielleicht am Anfang mit einer Federzugwaage arbeiten, die sind ganz praktisch dafür. Ja, also ihr müsst irgendwie die Gewichte in entweder euren Händen kennen oder auf der Waage kennen, um sicherzustellen, dass das Bienenvolk bis zum nächsten Termin und vielleicht noch drüber raus Futter drin hat. Hier ist alles sichergestellt, mehr gibt es erstmal nicht zu tun. Bei Fragen wie immer gerne in die Kommentare rein. Habe ich Drohnenbrutschnitt hier reingeschrieben? Das muss ich jetzt aber nochmal schauen. Nee, ja, habe ich gemacht natürlich. Drohnenbrutschnitt ist ein X für gemacht und geschnitten. Ja, jetzt kann es losgehen mit der Saison. Die Brut da oben, die läuft leer. Abspeckgitter ist drin, Königin ist nur noch unten auf dem reinen Naturwabenbau und in 14 Tagen geht es dann weiter und da kann ich euch wieder in die Liste mitnehmen, also das richtige Homehive, das sind ja alles Homehives, aber das Homehive für die Homehive-Tutorial-Liste, wo bei mir zu Hause steht, da geht es in 3 Wochen weiter, weil das war ein schwächeres Volk, habe ich gestern noch verstärkt sogar mit Bienenmasse, trotzdem, da wird es erst in 3 Wochen wieder ein Video zu geben, ja. Jetzt geht's aber hier weiter mit einem neuen Video, wo ich hier alle anderen Bienenvölker noch durchschaue. Bis dann, tschüss!